Teil 1 des Triple Headers ist geschafft. Lewis Hamilton kürt sich zum König von Frankreich. Wir analysieren die starke Performance von Mercedes und gehen natürlich der Frage aller Fragen nach. War Vettels Startunfall zu vermeiden? Hallo liebe Leser, Fans und ja, Zuschauer von motorsportmagazin.com. Bonjour. Wir melden uns schon wieder zurück. Genau, bonjour aus Frankreich. Christian schon mit dem halben Nachtflug wieder da. Du bist viel zu gut gelaunt. Eigentlich schon. Wunder ist er da, muss man ja sagen. Kommen wir später noch drauf, was da so alles los war. Ja, wir wollen natürlich wieder das Rennen, den Frankreich-Grand Prix, das ganze Wochenende und das Drumherum für euch aufbereiten, analysieren. Und ja, wir legen direkt mal los mit dem allergrößten Aufreger am ganzen Wochenende, abseits von Christians Problemen und den anderer Kollegen. Startunfall natürlich, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, die große Frage. Eigentlich war Vettel schuld? Welche Frage? Ich frage erstmal offen und neutral, wer war schuld und ist am Ende die Strafe, die es dann gab, gerechtfertigt gewesen? Ja, klare Sache, Sebastian Vettel, der wollte nicht akzeptieren, dass es jetzt doch vorbei war mit dem Angriff auf Platz 2. Es sah ja alles ganz gut aus, im Windschatten von Hamilton, eigentlich alles ganz okay. Aber Bottas, der hat da schön außen an der Linie gehalten, ist auch nicht zur Seite gefahren, musste er auch nicht. Ist da schön außen geblieben, auf der Bremse wieder vor Vettel gezogen, hat eingelenkt und Vettel, der hat einfach dann die Kurve nicht mehr richtig bekommen, den Bottas weggeräumt. Ein klassischer Verstappen. Ja, es sah schon so ein bisschen so aus. Ne? Naja, aber ich finde, für mich ganz ehrlich, war das ein Racing-Incident irgendwie. Also ich kann schon auch mit der Strafe leben und so weiter, weil er schuld war letztendlich. Ja. Aber im Startgetümmel, so nah hinter dem Hamilton, ihm fehlt der komplette Downforce beim Bremsen. Rechts von ihm ist der Bottas und der wiederum gegen den Verstappen kämpft. Das heißt, er kann nicht aus dem Windschatten ausscheren, um den Clean Air anzubremsen. Ich habe ihn auch gefragt, was jetzt letztendlich schuld war. War es die Linie, dass da auch nicht so viel Grip war? Es war auch die falsche Linie quasi zum Anfang der Kurve. Er meinte, nee, es war einfach nur Downforce. Aber du bremst nicht deswegen 200 Meter vor dem Kurvenscheitelpunkt, nur weil du befürchten könntest, dass du irgendwie in einer blöden Situation gefangen bist. Und deswegen glaube ich, ist einfach dumm gelaufen. So. Aber Bottas hatte da keine Schuld. Also von daher, wenn man da jetzt dann ausmachen musste, dann konnte es halt nur Vettel treffen am Ende. Ja, also Bottas trifft überhaupt keine Schuld. Was soll er da machen? Und ja, wie du schon sagst, Vettel meinte ja auch dann noch, er hätte einfach einen zu guten Start erwischt. Also er war ja wirklich im Windschatten, er war ja unfassbar. Er war ja vorbei. Direkt er war ja eigentlich schon an Bottas vorbei. War er vorbei und dann Hamilton wäre auch vorbei gewesen, wenn ein Platz da gewesen wäre. Der ging ja ab wie ein Zäpfchen. Ja. Und klar, Ultrasoft war dann natürlich der bessere Startreifen. Deshalb auch die Erklärung dafür, dann der Windschatten. Ja, und dann eben, wie gesagt, sehe ich eigentlich letztlich auch so. Also eine Strafe, gut, er hat es halt verursacht, deshalb muss es schon irgendwie eine Strafe geben. Man könnte jetzt vielleicht plädieren auf, okay, einfach Rennunfall, aber da er nun mal wirklich auch einem anderen damit das Rennen zerstört hat, denke ich, dass dann schon eine Strafe angemessen ist. Und 5 Sekunden sind jetzt auch nicht das Todesurteil, wie man dann ja später gesehen hat. Genau das ist der Punkt, den du ansprichst, weil er einem anderen das Rennen zerstört hat. Ja. Bottas hat selber gesagt, so, ich habe mehr verloren als 5 Sekunden. Ja. So. Das ist immer das Problem. Bezieht man die Konsequenzen des Unfalls mit in das Urteil ein? Und ich durfte Anfang des Jahres ja bei diesem Steward-Seminar dabei sein, als die Nachwuchs-Stewards ausgebildet wurden, Tests abgelegt haben. Und das ist ein relativ komplizierter Sachverhalt. Tatsächlich sind die Stewards dazu angehalten, die Konsequenzen des Unfalls nicht mit einzubeziehen. Also das heißt Konsequenzen des Unfalls im Sinne von, da geht es jetzt um die WM oder so. Wenn ich jetzt einen WM-Leader abschieße, ist das rein theoretisch, ist es ja, für die Stewards nicht anders, als wenn ich jetzt den Stroll auf P19 abschieße. Ist so, mag irgendwie mit dem gesunden Menschenverstand nicht so immer einhergehen, aber es schafft natürlich auch eine gewisse Konstanz in Entscheidungen. Weil das ist halt einfach ein Mini-Fehler und ob ich den Mini-Fehler jetzt da mache oder da, ist eigentlich dann auch unfair, wenn ich den dann härter bestrafe, nur weil er jetzt irgendwie, ich erinnere mich auch Vettel mal gegen Rosberg in Malaysia, glaube ich. Ist halt einfach blöd, ne? Was willst du machen? Die Frage ist, ob 5 Sekunden genug waren. Ja, also vielleicht, also eine Vettel vielleicht eine halbe Minute aufpumpt. Ich meine, dann ist sein Rennen im Eimer, vielleicht holt er noch einen Punkt oder zwei. Weil so war es ja eigentlich mit der Safety-Car-Phase und dem schnellen Auto. Der konnte dann relativ weit vorfahren, so. Das war dann irgendwie klar. Schon eine ziemlich gute Schadensbegrenzung. Würde man jetzt sagen, man gibt ihm 20 Sekunden, eine halbe Minute, hätte man, weil man ja weiß, dass dieses Auto so weit vorkommt im Regelfall und am Ende großen Vorsprung aufs Mittelfeld haben wird. Dass man ihn dann halt vielleicht, aber letztendlich ist es schon wieder zu weit gedacht. Also eine halbe Minute, also man muss dazu sagen, es gibt 4 verschiedene Strafen, die Stewards überhaupt aussprechen können in sowas. Es gibt einmal die 5-Sekunden-Strafe, das ist die mildeste, dann die 10-Sekunden-Strafe, dann gibt es eine Drive-Thru und dann gibt es eine Stop-and-Go. Die Stop-and-Go wäre quasi so 30 Sekunden vielleicht.
Ja, in Frankreich sogar mehr wahrscheinlich bei der Pitlane. Ja, das stimmt. Ja, ziemlich genau. Zieht sich schon. Ziemlich genau. Bei dem Fall zum Beispiel auch gar nicht mal so verkehrt gewesen. Wobei dann auch wieder, wenn du hinterm Safety Car absitzt, ist auch wieder, ist, kommt dasselbe raus. Man muss aber dazu sagen, er hat sich ja selbst auch damit geschaut. Das ist ja nicht so, dass er einfach jetzt der Roboter das rausgekegelt hätte. Die größte Strafe hat er sich eigentlich selbst auferlegt. Also dadurch, dass er einfach am Ende war und dadurch wirklich komplett raus war. Aber letztendlich, wenn ich alleine in die Wand fahre, kriege ich auch keine Strafe. Also in dem Fall, er hat jetzt jemanden damit weggekickt und so und ist am Ende noch viel besser weggekommen. So. Und das ist halt vielleicht das, wo sich manche dann denken, das hat nicht gereicht. So. Was ich ganz interessant finde, ist, was hätte Lewis Hamilton in der Situation gemacht? Wenn er abgeschossen worden wäre? Nein, als Vettel. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er einfach viel früher gebremst hätte, weil der zurzeit so sensibel ist auf irgendeinem DNF, dass der wirklich dann schon 200 Meter vor dem Scheitelpunkt auf die Bremse tritt. Also bei Startkollisionen Hamilton fällt mir jetzt gerade ehrlich gesagt gar nichts ein. Der fährt zurzeit generell, egal in welchem Zweikampf er sich befindet, fährt er fast so. Also es hätte vielleicht mal einige gegeben, aber Rosberg ist immer ausgewichen damals. Also er hat Rosberg immer weggedrückt, ja. Das war so das Einzige. Aber man muss auch sagen, mehr auf dem Kerbholz. Malaysia, Singapur. Man muss mir auch sagen, Lewis war halt einfach nicht in der Position dieses Wochenende. Wenn wir vielleicht schon überhaupt dieses Jahr, wenn zweiten Thema gewonnen hat, war er nie in der Position irgendwie zu kämpfen. Baku war viel zu langsam, hat am Ende einfach so gewonnen. Und in Barcelona und Le Castellet war eh keiner da zum Kämpfen. Naja, aber in dem Fall war er halt einfach so dominant, war halt auf Pole und hat sich halt selbst nie die Schwulitäten gebracht, da überhaupt kämpfen zu müssen, konnte einfach schön in Ruhe vorne weg. Ja. Und das war das zweite Thema, eigentlich auch am Wochenende, auf einmal diese große Mercedes-Renaissance und darüber sprechen wir jetzt gleich. Mercedes zurück in Form in Frankreich. Das ist unser zweites großes Thema. Dieses Wochenende war es dann endlich soweit, das in Kanada noch vertagte Motoren-Upgrade kam dann endlich in Frankreich. Hat das den großen Ausschlag gegeben, dass Mercedes wieder ganz klar vorne war? Ist die große Frage gewesen. Zuerst mal müssen wir die ganze Geschichte vielleicht mal wirklich um diesen Motor nochmal ein bisschen aufrollen. In Frankreich war es ja wegen Qualitätsproblemen auf dem Prüfstand eben verschoben worden. Dann war es ganz kurios. In Frankreich? Ja, in Kanada, genau. In Frankreich sah es nämlich auch noch zunächst so aus. Deshalb habe ich mich jetzt gerade wahrscheinlich versprochen. Weil zuerst hieß es dann immer noch, wir wissen noch nicht genau, kommt jetzt wirklich das Upgrade oder kommt nur noch mal der gleiche Motor, im Grunde nicht derselbe, von der gleichen Spezifikation wie in den ersten 7 Rennen. Das hast du jetzt schön ausgedrückt. Habe ich schön ausgedrückt, ne? Ja. Sprachlich raffiniert. Und ein schönes Wort, raffiniert. Ich verliere, glaube ich, dauernd den Faden gerade, danke. Auf jeden Fall kam er dann. Er kam dann, nach dem Training wurde dann bekannt gegeben, wir fahren ein Upgrade und wir fahren nicht nur das 2.0, wir fahren das ominöse 2.1 mit, wie haben sie sich schön ausgedrückt, Added Goodness. Und der Punkt war einfach, das soll jetzt sogar noch besser gewesen sein, als es gewesen wäre, wenn es denn in Frankreich gekommen wäre, nicht nur aus Zuverlässigkeitssicht, was ja da das Problem war, sondern eben auch noch mit ein bisschen mehr Extra-Performance. Und die große Frage, hat allein das Mercedes so stark gemacht oder gab es auch noch ein paar andere Punkte? Ich glaube, nein. Also ich sage, es war der Dünnreifen. Nein, ich sag mal, die Strecke, die war ein bisschen wie Barcelona. Das hat man im Vorfeld auch schon, haben einige Fahrer auch schon gesagt. So. Und da haben jetzt dann nicht nur diese dünnen Reifen von Pirelli reingespielt, die wie in Barcelona wieder geliefert wurden. Klar, wir waren eine Mischung weicher. Wir hatten den Ultrasoft als weißen Reifen. In Barcelona war es noch der Supersoft. Aber generell die Streckencharakteristik, die hat dem Mercedes da einfach mehr an die Karten gespielt. Das ist eine flüssigere Strecke. Da ist Ferrari eh nicht so. Da haben sie nicht so die Edge, wie die Briten sagen, wie zum Beispiel auf einem Kurs wie Montreal ist, wo halt viel Stop and Go ist und viel auf Traktion ankommt. Also ich glaube auch, es ist eine Kombination aus vielen Faktoren. Streckencharakteristik, Reifen, dazu noch Asphalt. Ich meine, Reifen, Asphalt muss man ja eigentlich zusammen nennen. Dann haben sie noch das Upgrade gebracht am Motor. Und ich meine, man muss auch dazu sagen, es war ja auch keine Vollkatastrophe in Montreal. Nur Hamilton war die Katastrophe. Ja, also wenn du anschaust, wie stark sie da früher immer waren, schon durchaus. Früher kann man nicht mehr Referenz nehmen. Ferrari halt auch, ne? Früher ist früher. Jetzt sind wir 2018. Ja, trotzdem, du musst ja auch immer einen Maßstab setzen. Klar, in Monaco waren sie natürlich schlechter, aber da waren weniger erwartet worden. In Kanada hingen ja die Kirschen viel höher, oder die Trauben. Oder wie geht der Spruch? Ich bin doch bei Charles Leclerc, der hatte auch irgendwas mit einer Kirsche auf dem Kuchen, nicht im Qualifying vertan. Aber vor allem Hamilton, ne?
Also wie gesagt, Kanada ist ja dann, ob man, also jetzt Kanada als Mercedes-Land zu bezeichnen, eigentlich war immer Hamilton so der Sieger da. Vielleicht war es auch vorher einfach ja, Hamilton-Land und dieses Mal wirklich gar nicht, weil Hamilton ist Kanada einfach unterirdisch gefahren und Bottas war eigentlich gut dabei. Wenn du ein unterirdisches Auto hast oder wenn du ganz weit von der Musik weg bist, dann fährst du nicht auf P2. Also. Ja, man muss aber auch sehen, alleine der Motor, dann nochmal der Anteil, ist natürlich auch klar. Du hast natürlich in Kanada ein 7-Rennen altes Aggregat drin, während die anderen eben ihre Upgrades bringen. Also die haben sowohl einen frischen Motor als auch einen verbesserten Motor. Und Mercedes hat halt immer noch die alte Spezifikation und dazu schon ordentlich Kilometer drauf, muss ein bisschen vorsichtiger machen. Das hat dann natürlich auch wieder einen großen Sprung gegeben zu Frankreich, wenn dann auch frisch ist und auch mehr Power ist mit 2.1. Und alles zusammengenommen dann hat dann natürlich den großen Schritt nach vorne gebracht. Aber es war jetzt auch nicht die absolute Megadominanz, denke ich mal. Also, willst du schon sagen. Er hat schon kontrolliert vor. Also, um ehrlich zu sein, wenn wir uns mal das Qualifying anschauen, das war schon relativ dominant. Ja. Und im Qualifying wissen wir, dass Ferrari in dieser Saison eher ein bisschen noch einen Vorteil hat, näher dran ist oder vielleicht sogar vorne. Und im Rennen dann war er jemals annähernd nur gefordert. Aber er hatte natürlich auch keinen, ja gut, Verstappen, okay, aber er hatte halt keinen Ferrari-Gegner. Also am Freitag ist es halt auch immer schwierig einzuschätzen, aber da sahen halt die Long Runs schon wieder ja recht ausgeglichen aus. Ja, aber die sahen in Barcelona auch noch ganz ausgeglichen aus. Und ich glaube, dass extremes Pace-Management betrieben wurde. Horner hat auch danach gesagt, der hat mit ihnen gespielt tatsächlich. Und ich glaube, dass es in Barcelona nur so extrem war, weil Mercedes die Rennen zuvor aus Blödheit teilweise verloren hat, weil man zu sehr auf Nummer sicher gegangen ist. Dann wollte Hamilton auf keinen Fall auf Nummer sicher gehen und hat alles rausgeholt und den Vorsprung so groß machen, wie es nur ging. Ja. Und deswegen hat er so extrem dominiert in diesem Rennen in Barcelona. Und das hätte er, glaube ich, auch gekonnt. Auch in Frankreich gekonnt. Vielleicht nicht ganz so extrem, aber schon in die Richtung. Aber wir werden es nie wissen. Möglich. Für reichlich Action haben aber nicht nur die Top-Teams und auch für Gesprächsstoff gesorgt, sondern auch im Mittelfeld ging es schon richtig zur Sache. Direkt nach dem Start eigentlich schon, oder direkt am Start eigentlich schon, vor der ersten Kurve hat schon das erste Mal geknallt. Grosjean dem Ocon reingefahren. Er war stinksauer nachher, hat sich ordentlich beschwert, dachte, sein Rennen wäre da schon vorbei gewesen. Aber nein, war es noch nicht. Es ging noch zwei Kurven weiter. Hey! Und dann kam der dritte Franzose im Bunde auch noch dazu. Richtig Top-Heimrennen für die Franzosen, muss man sagen. Dann hat auch noch Pierre Gasly Ocon abgeräumt oder Ocon Pierre Gasly. Da ist man sich nicht so ganz einig, auch was die Stewards angeht. Sind irgendwie beide schuldig, die beiden Optimisten, wie sie da genannt wurden. Beide verwarnt worden dafür. Naja, Ende vom Lied war nach drei Kurven waren Ocon und Gasly komplett raus. Grosjean hat dann eine Strafe bekommen später für seine Kollision mit Ocon, war dadurch dann auch das Rennen zerstört durch die 5 Strafsekunden beim Stopp. Noch dazu hatte Grosjean abgekürzt in Kurve 4, das wurde dann nicht bestraft. Was hat Grosjean eigentlich nicht gemacht? Punkte geholt. Im Training hat das ja auch noch verkackt, genau. Ja, also da war nicht so viel los. Muss man das jetzt piepsen, das Pferd? Nein, das freut wieder unsere Zuschauer, wenn ich so schöne Wörter in den Mund. Ich dachte ja, ich habe sprachlich eben so hoch gebaut, jetzt kann ich ein bisschen ausgleichen. Weißt du, aber unterm Strich halt einfach auch eine wahnsinnige Konfusion einfach an Strafen. Ja. Allein diese Vorfälle der ganzen verrückten Franzosen, da ging es richtig zur Sache. Aber auch die Konfusion in der ersten Kurve, so der Alonso meinte hinterher, alle haben abgekürzt und irgendwo lang gefahren, ich bin auf der Strecke geblieben, war hinterher Letzter. So. Das konnte Alonso einfach nicht verstehen. So. Ich habe mich an die Regeln gehalten, bin ganz normal gefahren, so alle sind irgendwo lang gefahren, auf einmal war ich Letzter. Und das war auch quasi dann die Geschichte von Alonsos Rennen. Da ist er nämlich dann auch geblieben. Am Restart hat er einmal kurz, irgendwie war er mit Vettel im Clinch, hat sich dann in Kurve 3 erstmal gedreht. Da haben einige schon gesagt, der sucht den Weg nach Le Mans, so, als er da irgendwo in der Pampa rumgefahren ist. Und dann ist er eigentlich das ganze Rennen hinten rumgeeiert. Also für McLaren absolutes ein Riesendebakel, was er eigentlich schon vor dem Wochenende angefangen hat mit dieser ominösen Schokoriegel-Geschichte, die man vielleicht noch Das machen wir später. Okay, auf jeden Fall sportlich für McLaren eine absolute Katastrophe. Das ganze Wochenende beide im Q1 raus. Nee, aber du hast es angesprochen. Am Start alles Mögliche. Ja. Schon vor dem Start, das haben wir ganz vergessen, das hat kaum einer mitbekommen. Grosjean war ja schon vor dem Start in seinen Sichtungsrunden zu schnell Pitlane spielen. Das hat er auch noch gemacht. Ja, war wieder ein ganz starkes Wochenende, aber volles Chaos. Und nachher auch kompletter Wust. Die FIA-Dokumente, ich weiß nicht, ob du es auch angeschaut hast, ich habe auf der FIA-Seite geschaut, alles war falsch benannt und hochgeladen, da waren 30 Steward-Decisions. Ich krieg die immer per Mail einzeln zugeschickt. Ich sag mal so, mein Postfach war ziemlich voll. Das auch. Nach Runde 5. Also, unglaublich. Aber man muss natürlich sagen, auch die Strecke, wenn du so eine Strecke hast,
wenn es sich einfach anbietet, geradeaus durchzufahren durch die asphaltierte Zone, ja, und kein Kiesbett da ist, dann mache ich es auch. Ja, also, klar. Ja, klar. Ja, ist richtig. Wenn das da die Disziplin bei den Fahrern nicht besonders groß ist, war zu erwarten. Mhm. Bei den Entscheidungen. Also gehen wir es mal erstmal alles als Schritt für Schritt durch. Ja, fangen wir vorne an. Okay, erste Entscheidung gehe ich dann komplett d'accord mit. Also das war jetzt 5-Sekunden-Strafe. Grosjean ist halt rübergezogen, dem Ocon rein. Der musste, ja, hätte aufs Gras gemusst, hat er zu spät gesehen dann. Und vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, das haben die meisten gar nicht mehr so gesehen. Das waren diese Teile, die da hochgeflogen sind, genau, in der frontalen Ansicht vom Start. Also die Autos kommen auf einen zu und dann fliegen da irgendwo Teile rum. Relativ unübersichtlich alles. Das war der Grosjean. Das war der Grosjean, ja. Dann zweiter Incident. Gut, Vettel sind wir schon durchgegangen. Genau. Danach die nächsten Franzosen. Also es war dann Kurve 3, Rechtskurve, relativ zügige Rechtskurve eigentlich. Ocon war eben schon mit einem ledierten Force India unterwegs durch Grosjean, war auf der Außenbahn und zog dann wieder nach innen rein auf den Scheitelpunkt zu. Und da war eben Pierre Gasly, ja, der meinte noch, er hätte noch alles versucht, gebremst und hat schon gesehen, dass da der beschädigte Force India kommt. Er hat schon geahnt, jetzt knallt es gleich. Und so kam es dann auch. Und ja, ich finde die Szene so ein bisschen, am Ende sind beide mit einer Verwarnung davongekommen, finde ich auch so eigentlich sehr in Ordnung. Das war, findest du? Ja, schon. Also muss man die für sowas verwarnen? Wenn dann sogar zu hart. Ja, also gar nichts. Eine Verwarnung ist ja letztlich keine dramatische Sache. Außerdem hieß es ja es gibt nur Strafen oder Verwarnungen oder was auch immer, wenn ein Fahrer predominantly to blame ist für irgendwas, also eindeutig der Schuldige. Und wieso kann man dann zwei Verwarnungen aussprechen, wenn einer dafür verantwortlich sein muss? Das ergibt sich für mich irgendwie nicht. Naja, gut, letztlich ist es halt keine Strafe, sondern nur eine Verwarnung gewesen. Ja, aber da kommst du, wenn du drei Verwarnungen hast, bist du auch 10 Plätze hin. Ja. Und dazu hat der eine noch ein beschädigtes Auto, zieht dann rüber, der andere kann eigentlich nicht mehr ausweichen, verliert die Kontrolle dann. Das ist für mich einfach ganz normales Startgetümmel. Bin ich auch dabei, Auffälligkeit vielleicht ein Steward. Auffälligkeit vielleicht ein Steward. Wir hatten in Baku schon so ein Chaos. Ja, Gary Connelly war mal wieder am Start, ne? Das war schon am Samstag etwas lustig mit den Herren Magnussen und Raikkonen, da ging es ja auch schon los. Tatsächlich, ja. Ja, da war er auch schon im Qualifying, meinte Kevin, Kimi hätte ihn da ultimativ behindert, wäre total wie ein Verwirrter und was weiß ich alles gefahren, verzweifelt und naja, hat sich da ziemlich aufgeregt und ja, Kimi hat es relativ locker genommen, ja, soll er mich halt nicht versuchen irgendwie zu überholen Ende der Kurve, dann überhole ich ihn nicht am Anfang. Ja, und dann gab es dann irgendwie auch Steward-Untersuchungen deswegen und ein ganz komisches Dokument kam dann auch wieder dabei raus und am Ende, ja, keine Strafe, Raikkonen wäre alle Runden so gefahren wie immer und ja. Also langsam. Also doch, ja, hat er einen anderen blockiert. Es war schon ein ziemliches Mess-Up-Qualifying irgendwie. Da war er jetzt irgendwie tatsächlich ja ganz viele Runden gefahren mit viel Sprit, das war etwas seltsam. Ganz ehrlich, ich glaube, bei Ferrari rechnet man dann inzwischen damit, dass er irgendwo einen Bock reinhaut, dass er noch einen zweiten Versuch hat. Ja, ich denke irgendwie, das war so ein bisschen der Hintergrund, um ihm da mal so ein bisschen die Möglichkeit zu geben, dass er es nicht in einer Runde bringen muss, sondern vielleicht ein bisschen entspannter rangeht. Hat auch nicht geklappt, leider. Aber wenn man sich die ganzen Dokumente mal durchschaut, also es hat wirklich da auch schon wieder angefangen, für mich ein bisschen unverständlich alles. Ja. Was ich auch nicht so ganz verstehe, ist ein Dokument im Rennen. Da hat Sainz ist ja im Rennen auch geblitzt worden. Da gibt es tatsächlich eine Erklärung dazu. Und ist ja ins Ziel gekommen. Ja, und es hat nur eine Geldstrafe gegeben und keine sportliche Strafe. Ganz einfache Erklärung, es war nach dem Rennen auf dem Weg in Park Fermé. Okay, alles klar. Aber wir haben uns da auch gewundert, weil Charlie hat uns das dann nach dem Rennen noch erklärt. Aber normalerweise muss man es erklären, normalerweise in den Trainingssitzungen gibt es Geldstrafen und im Rennen gibt es dann halt eine sportliche Strafe. Oder im Rennen ist dann Vorteilnahme, wenn du halt eine Bock fährst als die anderen, dann kauft sich in Zukunft Ferrari einfach 10 km/h dazu. Oder auch ein paar mehr. Stroll fährt ohne Limit durch die Box. Oh Gott. Aber so viel ist auch nicht schneller bestimmt. Frankreich Chaos Teil 1. Ihr habt natürlich auch wieder Fragen zum Rennen gestellt oder Äußerungen abgegeben, auf die wir jetzt hier noch kurz eingehen möchten. Wichtigste Frage, ist geiler Manfred dabei? Nein, leider wieder nicht. Wenn Stefan, was ist los? Stefan hat aber auch eine Frage gestellt, ein anderer Stefan Wagner. Sieg für Hamilton, trauriger Smiley, Ausrufungszeichen. Warum ändert man die Reifen zum Vorteil für Mercedes? So etwas darf es in der Königsklasse nicht geben. Billiger Sieg, diverse Ausrufezeichen folgen erneut. Ja, sein Kommentar. Tja, wieso macht man das einfach? Warum ändert man die Reifen? Die dünnen Reifen haben wir eben schon erwähnt. Haben wir eigentlich in Barcelona schon mal ausführlich erklärt. Nur noch vielleicht ganz kurz die Zusammenfassung.
Es gibt einen speziellen Asphalt in Barcelona, in Frankreich und in Silverstone, deswegen kommen die da auch nochmal zum Einsatz. 0,4 mm ist die Lauffläche dünner. Dieser Asphalt hat zusammen mit der Streckencharakteristik die Eigenschaft, dass die Reifen extrem zum Überhitzen tendieren, weil er sehr, sehr griffig ist, sehr, sehr viel Grip bietet. Dadurch aber gleichzeitig die Reifen kaum verschleißt. Dadurch verlieren die Reifen kein Gummi und überhitzen dadurch und es kommt zu Blistering, also Blasenbildung, die Reifen platzen auf. Das kann man verhindern, indem man die Lauffläche ein bisschen dünner macht. Das heißt, die verlieren mehr Temperatur, überhitzen nicht so stark, es kommt zu weniger Blistering, also weniger Gefahr. Pirelli hat das Ganze schon länger entschieden, dass es für diese drei Strecken zum Einsatz kommt. Vettel hat sich am Anfang auch, wie unser User beschwert, hat gemeint, die anderen profitieren davon und Pirelli hat es deswegen vielleicht gemacht. Er hat es nach den Testfahrten in Barcelona eingesehen. Da hat er Back-to-Back-Tests gemacht mit dem dünnen Reifen, mit dem normalen Reifen und hat eingesehen, okay, es wäre mit dem normalen Reifen noch viel schlechter gewesen. Insofern ein leidiges Thema, weil es immer wieder zur Sprache kommt. Man kann auch die User verstehen oder die Fans verstehen, klar, die das ein bisschen irritiert. Aber wer dann noch mehr dazu wissen will, dem empfehle ich immer wieder das Interview mit Mario Isola, das wir dazu geführt haben. Ganz ausführlich, ja, erkläre das ganze Prozedere, auch wie das sportlich möglich ist, dass es dafür einzelne Rennen andere Reifen gibt und so weiter. Aber dann machen wir mal einen Deckel drauf. Ja, und noch zur Entwarnung auch einfach mal, es gab jetzt auch kein böses Blut mehr. Also wie jetzt Vettel zuerst mal gemosert hatte, noch in Spanien, hatte er da ja eh schon zurückgenommen, wie du schon gesagt hast. Und jetzt gab es auch in Frankreich eigentlich da keine großartigen Vorwürfe mehr in irgendwelche Richtung von irgendwem oder irgendwelche Anschuldigungen. Also ich denke, das Thema ist an für sich jetzt abgeschlossen. Flo, du hast deine Reifen auch schon ein bisschen dünner geschraubt jetzt, um Überhitzen zu vermeiden. Ich fahre ja weder Ferrari noch Mercedes so. Nicht? Mein Auto ist auf allen Reifen gut. Gut, ja, Reifen hängen auch immer sehr mit der Strecke zusammen. Ne? Die spielen ja sehr zusammen. Und darum geht es in der nächsten Frage von Quick N. Die Strecke wurde geschaffen von den Leuten des schlechten Geschmacks, schreibt er hier. Furchtbare Strecke bei den vielen blauen und roten Streifen. Furchtbar hässlich und auch hier wieder drei Rufzeichen hinten dran. Ich glaube, es geht hier noch weiter. Ja. Nee, doch nicht. Das war's, ja, also Strecke. Gut. Also, dass die hässlich ist, wussten wir vorher. Das, ja. Dafür ist Le Castellet auch irgendwie bekannt, dass sie ein bisschen seltsam aussieht. Aber letztendlich so, die Leute haben halt sich für die Frankreich-Rückkehr, also viele haben sich dann Manicur gewünscht, aber die Rennen da, die waren meistens richtig langweilig, wenn es nicht geregnet hat, wenn man ehrlich ist. Und so von der Strecke her, das Rennen am Ende, da ist doch mehr passiert, als man gedacht hätte. Also jetzt mal von der Action her, man hat ja gedacht, es gibt die komplette Prozession, da passiert überhaupt nichts. Kampf um den Sieg gab es nicht, das lag aber eher daran, dass die Teams so weit auseinander waren. Aber im Mittelfeld wurde trotzdem viel gekämpft, so ein Leclerc, so ein Magnussen, die beiden Renault, Hülkenberg vor allem, da wurde viel überholt, mit den Force Indias auch. Ja, beziehungsweise Perez, der war der Einzige, der noch übrig war. Aber da ist schon mehr passiert, als man gedacht hätte. Also das... Die Rennstrecke selber, das Layout selber, würde ich jetzt gar nicht so verteufeln. Ist es so lala? Also Vettler, also die Fahrer haben ja selbst nach Trainings und Qualifying auch gesagt, überholen eher nicht so. Es gab zwei Faktoren, die das extrem begünstigt haben. Einmal natürlich, dass Vettel und Bottas out of position waren. Ja klar, also die haben auch einen Durchmarsch gemacht. Aber wie gesagt, abgesehen davon ist ein bisschen was passiert. Ja, also. Und dazu war extremer Gegenwind auf der Geraden, dadurch wurde der Windschatteneffekt verstärkt. Aber von den Leuten des schlechten Geschmacks, nein, muss man sagen. Also ich habe mit Herrn Matike recht lange gesprochen. Der war ja verantwortlich für den Umbau im Jahr 99 wurde geplant, 2000 bis 2002 wurde umgebaut. Nein, es ist einfach nie als Rennstrecke gedacht gewesen, dieser Umbau. Also Le Castellet war seit diesem Umbau einfach nur eine reine Teststrecke. Und so wurde sie konzipiert. Deswegen gibt es ewig lange Auslaufzonen, weil man beim Test einfach nicht will, dass irgendwas kaputt geht. Wieso sollte man da auch was anderes machen? Deswegen gibt es auch keine Infrastruktur, dazu später noch mehr. es war einfach nie eine Rennstrecke, als Rennstrecke angedacht. Deswegen sind da nicht die Macher schuld. Und das Layout, muss man sagen, ist historisch. Ich meine, da wurden einige Anpassungen vorgenommen, aber der Großteil ist genau wie 1970 noch. Da hat sich an der Kurvenabfolge eigentlich nichts geändert. Und für eine Teststrecke braucht man halt auch solche Kurven. Da bringt mir Montreal oder irgendwas nicht. Also ich will ja die Aero testen und so weiter. Da brauche ich auch viele Konfigurationen dann noch, um verschiedene Sachen testen zu können. Deswegen, das Problem ist nicht die Strecke an sich, wie sie gemacht wurde. Das Problem ist, dass man dahin zurück ist. Ja, sehe ich eigentlich auch so. Also am Ende haben wir, glaube ich, viel Glück gehabt, auch einfach, wie du sagst, schon durch Vettel und Bottas einfach, dass dadurch, allein dadurch schon natürlich viel überholt wurde.
was jetzt für mich keine tollen Überholmanöver waren. Das ist für mich ehrlich gesagt stinklangweilig, wenn da einfach der Ferrari vorbeifährt am sauber Williams. Dann wehrt sich eh keiner. Also die Kundenteams wehren sich nicht. Die anderen im Mittelfeld verlieren viel zu viel Zeit, ruinieren sich nur das eigene Rennen. So ein Ferrari, Mercedes lässt halt eh fahren. Aber ich bin auch bei dir. Ich will auch sagen, im Mittelfeld war auf jeden Fall schon noch was los. Und auch später vorne noch, wobei da auch wieder mit stumpfen Waffen gegen scharfe Waffen gekämpft wurde. So ein Raikkonen gegen einen Ricciardo oder auch ein Ricciardo einmal gegen Vettel. Das war tatsächlich noch relativ schön, aber auch halt ein großer Unterschied bei den Reifen einfach. Das war sogar in der schnellen Variante hinten im dritten Sektor. Aber selbst solche Sachen auf der Strecke, wo gar nichts geht, da kannst du auch einen Reifenunterschied nicht überholen. Da gibt es ja ganz schlimme Beispiele, so, wo auch da nichts passiert. Also von daher gibt es Reifenunterschied überhaupt noch, aber das ist wieder Thema. Ja, aber unterm Strich sind wir, glaube ich, besser davon gekommen, als es hätte eigentlich passieren müssen. Ja. Und fürs nächste Jahr sind auch schon Änderungen zumindest so ein bisschen eventuell angedacht. Es wird ja überlegt, macht man die Schikane auf Mistral vielleicht doch weg? Konnte man jetzt natürlich nicht, weil die Strecke homologiert war. Wird natürlich Signes danach, diese superschnelle Rechtskurve, noch krasser. Gut, ob das jetzt überholförderlich ist, kann man sich dann auch wieder streiten, weil man keinen Bremspunkt mehr hat. Man könnte die rechts sogar ein bisschen anders machen. Da gibt es noch eine andere Variante. Noch anders fahren, Das heißt, man, ganz ehrlich, die Signes, so wie man es jetzt hat, ist ja eh völlig egal. Das ist ja in der Gerade. Quasi dann schon, ist das keine tolle Kurve. Wenn, dann wäre es cool, wenn man noch das vielleicht noch mit offenem DRS durchfahren könnte. Dass es ein bisschen, dass es richtig Mut ist. Du willst das knallen. Entweder ist es eine Mutkurve oder Vollgas ist für mich keine Kurve. Ja. Das wäre ganz cool, oder man nimmt halt dann die etwas spitzere Variante, das Überholen besser ist, aber Zukunftsmusik. Es gibt auf jeden Fall Gespräche, Charlie hat das bestätigt. Fahrer, Teams, FIA, Streckenbetreiber setzen sich alle zusammen und analysieren das auch nochmal. Ich meine, es gibt ja über 160 Layouts in Le Castellet, irgendeins werden die schon finden. Irgendwomit muss es gehen, Zum Abschluss fehlt noch unser Standard mittlerweile, unser MSM-Debriefing zum Wochenende, was uns sonst noch so alles aufgefallen ist. Diesmal natürlich ein richtiges Spezial, denn sogar für unseren Christian war es mal eine Premiere. Zum ersten Mal so richtig in Frankreich. Bisher immer nur durchgefahren auf dem Weg nach Monaco, mit meiner Wenigkeit auch mal. Oder woanders hin. Und diesmal ging es wirklich Destination Frankreich und die Grand Nation, natürlich schönes Land, gerade Le Castellet, die Ecke am Mittelmeer, aber wirklich eine schöne Ecke. Das ist schön, kann man nicht bestreiten. Und ob der Christian uns auch schöne Dinge wieder mitgebracht hat, bringt er immer irgendwas mit von seinen Trips. ich glaube, dieses Mal weiß ich nicht, ob das wirklich so schön ist. Doch, ich habe schon was mitgebracht. Verzweiflung. Das stimmt. Verzweiflung. Ein Blitzer und 18 Mautbelege, die ich gleich in der Reisekostenabrechnung durchgehen darf. Aber ich habe mit der Buchhaltung schon gesprochen, ich darf das als eine zusammenfassen, die 18 Mautbelege, die insgesamt 33,30 Euro ausmachen oder 30,30 Euro, weiß nicht. Aber an sich, das war eine mittlere Katastrophe, das Wochenende für uns. Also ich meine, jetzt rede ich von uns als Formula One People, als Journalisten, wir haben ja noch ein paar Privilegien da. Ich stelle mir das als Fan mal vor. Eine absolute Vollkatastrophe. Also wir sind am Donnerstag schon, also Mittwoch war ich das erste Mal an der Strecke, mal Media Center eingecheckt und so weiter, da ging es noch, da waren noch alle Straßen offen und so weiter. Donnerstag dann haben sie mir schön meine Zufahrtsstraße zur Strecke gesperrt, also ich war vielleicht so 20 Kilometer von der Strecke weg, alles schön ausgesucht und mir gedacht, oh ja, ich habe schon gehört, da gibt es Verkehrschaos. Ist auch lächerlich, wenn 160 Varianten für die Strecke und nur eine Zustrecke. Das stimmt. Aber habe ich mir schon gedacht, so, ja, da bin ich nah dran, es gibt Verkehrschaos, alles passt. Naja, was ich natürlich nicht wusste, ist, dass sie mir einfach diese Strecke zumachen, weil das ein Sicherheitsweg ist. Das heißt, ich konnte den schnellsten Weg gar nicht mehr fahren. Da bin ich halt den zweitschnellsten gefahren. Der war aber eine öffentliche Straße. Und das war eine Vollkatastrophe. Am Donnerstag schon. Entschuldigung, Freitag war das. Mit der Vollkatastrophe. Jetzt muss ich überlegen, nein, Donnerstag tatsächlich. Schon über zwei Stunden im Stau gestanden. Es ging gar nichts voran. Mussten dann irgendwann auf der Gegenspur an allen vorbei mit ein paar Teamfahrzeugen, die auch im Stau gestanden sind, mit Vettels Entourage, weil wir ja pünktlich irgendwie kommen mussten. Anders ging es nicht. Also völlig utopisch, da was anders zu machen. Dann gab es eine F1-Lane, die speziell geblockt wurde für uns. Aber da musste ich dann einen riesen Umweg fahren. Statt 20 Kilometer waren es dann 50 Kilometer. Und natürlich noch dreimal Maut bis dahin bezahlen, um überhaupt dahin zu kommen.
Und zu allem Überfluss hat man es dann auch noch geschafft, auf dieser F1-Lane auf dem Rückweg einen Blitzer aufzustellen. Der war schon von Anfang an da, war aber, ist dem Vandalismus zum Opfer gefallen. Also da haben wir, das sieht man ja öfter mal, so mit Spraydosen drüber gesprüht. Die Polizei hatte offenbar in diesem Verkehrschaos nichts Besseres zu tun, als diesen Blitzer zu richten. Und am Abend hat er wieder funktioniert. Und ja, dann sind wir natürlich reihenweise da reingefahren. Wenn die Formel 1 einmal im Jahr dahin kommt, da ist was zu holen. Weil das so, aber das ist auch so ein richtiger Assi-Blitzer. Das heißt, du fährst 70 km/h Beschränkung, fährst auf den Kreisverkehr zu und dann ist direkt vor dem Kreisverkehr kommt halt ein 50er-Schild. Und 20 Meter hinter dem 50er-Schild kommt der Blitzer. Also ich meine, man macht da als Formel 1-People sowieso Lift and Coast auf den Kreisverkehr zu. Da steigt man nicht in die Bremsen, man will ja Benzin sparen, man will ja was für die Umwelt tun. Und dann wird man dabei geblitzt. Gegen viele Kollegen so. Die schreiben doch an, oder? In Frankreich. Wenn der Kollege Hülkenberg das jetzt erfährt von dir. Nein, wurde nicht. Dir einen mit, ja? War nicht angeschrieben. Deswegen, wir haben uns richtig geärgert, weil es kann ja nicht sein, dass da ein Verkehrschaos ist. Und dann machen die auf der F1-Lane, wenn es einmal läuft, noch den Blitzer reparieren sie da. Das ist das Einzige, was sie offenbar zu tun hatten. Also, lustigerweise, gestern Abend, als ich von der Strecke weg bin, war er schon wieder übermalt und kaputt. Aber da gab es dann auch nochmal richtig schön Stau, gestern Abend um 23.30 Uhr. Also, das war eine Vollkatastrophe. Und jetzt stellt man sich das als Fan vor, also ganz ehrlich. Ich meine, wir waren ja auch mal als Fans an der Strecke. Hockenheim ist jetzt auch nicht immer das Wahre bei der Abreise und so, aber im Vergleich dazu. Hockenheim hast du direkt Zugang zur Autobahn, wird manchmal auch aufgemacht über so eine Raststätte direkt. Das war schon. Nürburgring war früher, ganz früher auch mal schlimm, aber das hat sich auch verbessert. Oder Spa erinnere ich mich auch noch, da Stau relativ heftig mal. Aber das hier, ich glaube, alleine so vom Schildern klingt das schon wie alles zusammengenommen, alleine was die Standzeit angeht. Puh. Also ich. Vor allem 23.30 Uhr gestern Abend finde ich krass. Vor allem, das ist ja mega spät nach dem Rennen noch, dass da noch immer. Es gab dann noch ein David Guetta-Konzert. Deswegen hat es sich ein bisschen herausgezogen. Man muss aber dazu sagen, Startzeit natürlich auch 16.10 Uhr. Ja. Es ist halt, viele haben gesagt, das ist nicht wegen der WM oder so, sondern einfach nur, damit die Fans irgendwie zur Strecke kommen bis zum Rennstart. Mhm. Also, man hat ja dann irgendwann auch noch Strecken zweispurig aufgemacht, aber es hat alles nichts gemacht. Ja, das Schlimme finde ich eigentlich, es war ja schon irgendwie so ein bisschen bekannt. Ne? Also man wusste vorher schon, es gibt da ein Problem und irgendwie hat man nicht ordentlich vorgebaut und das gelöst. Jetzt wird halt versprochen, fürs nächste Jahr machen wir es besser, toll. Ja. Aber eigentlich war die Situation schon vorher klar, oder? Also die Situation war klar seit 2000, seitdem das als Teststrecke konzipiert wurde. Und so, zu einer Teststrecke kommen keine Fans und deswegen gibt es auch eigentlich keine Tribünen, alles temporäre Tribünen, die am A der Welt sind. Also ich bin um die Strecke gegangen, habe mir die Fotografenplätze mal angeschaut, auch eine Katastrophe. Ja, kann man eigentlich nur nach Hockenheim gehen. Ja, also wie gesagt, das ist echt, also ich denke mal, du und alle anderen, die da arbeiten vor, müssen natürlich hinfahren. Ne? Also als Fan, wenn du dann 3 Stunden da stehst, denkst du dir vielleicht auch mal irgendwann, hör, kein Bock mehr, fahre ich zurück, guck's lieber im Fernsehen. Ne? Also man muss sagen, Respekt an die französischen Fans, weil ich habe nichts von Revolten oder irgendwas gehört. Also ich glaube... Ja, so ein bisschen Unmut habe ich so im Twitter und so gesehen, aber ja, Revolten nicht, ne? Ja, ganz ehrlich, da stehst du 5 Stunden im Stau, gibst 400 Euro für ein Ticket aus, hast eine mittelmäßige Tribüne dafür. Die auch noch weit weg ist. Ne? Ich wüsste nicht, ob ich da die Geduld hätte. Oder aber naja, Hockenheim ist ja bald. Ah, ein Glück, ey. Insofern, ich glaube, das waren die größten Horrorgeschichten aus Frankreich. Stefan? Oh. Da schleiche ich mich doch von der Seite mal rein. Hallo. Und rede ein bisschen. Hoffentlich hört ihr auch irgendwas, wenn ich hier so Flo so ein bisschen penetrant auf die Pelle rücke. Ich kann dir das geben. Das gibt's jetzt schön. So, ich denke, ihr macht eure Analysen hier immer so schön und Christian hat so viel mitgemacht. Da habe ich keine Freddos mitgebracht. No Freddos. Nein, das ist das, was McLaren gerne hätte, denn die Dinger heißen Speed. Yeah. Ja, das ist sensationell. Und das passt doch, denke ich, perfekt in unsere Analyse, damit ihr euch ein bisschen stärken könnt. Wir danken dir und ich rufe als nächstes bei der Daily Mail an. Genau, dann müssen wir mich erstmal beschweren jetzt. Ja. Und beschwere mich über die Vergütung meiner Arbeit. Aber hier bei motorsportmagazin.com, da passen die Chefs noch auf, dass es uns gut geht. Und jetzt wird gefuttert. Damit auch die nächste Analyse wieder so voller Energie vorgetragen werden kann. Wir müssen die Tanks schnell auffüllen, denn es geht ja schon wieder weiter. Ja, Österreich. Mit Speed geht es auch weiter, ja. Muss gleich wieder los, ja. Wir haben jetzt nicht nur Back-to-Back, sondern Triple-Header. Back-to-Back-to-Back-to-Back oder Back-to-Back-to-Back-to-Back. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall geht's rund. Du kommst auf jeden Fall nicht mehr zurück. Kann sein. Nein,
Montag oder spätestens Dienstag verspreche ich, bin ich wieder zurück für die Analyse. Gib Vollgas. Auf nach Österreich. Der zweite Teil des Triple Headers führt uns zum großen Preis von Österreich nach Spielberg. Christian ist natürlich auch dort wieder für euch im Fahrerlager auf Stimmenfang unterwegs. Alle News findet ihr wie gewohnt auf unserer Website motorsport-magazin.com. Schaut einfach regelmäßig vorbei. Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button und abonniert unseren Channel, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis dahin, euer motorsportmagazin.com.